Seit 20 Jahren beschäftigt uns eine großartige Idee. Und seit über 6 Jahren bewegt sie die Tischtennisbälle dieser Welt. Tennergy. Heute kennt jeder Tennergy. Aber nicht jeder Tennergy ist für jeden der Richtige. Welcher Tennergy hat welche Eigenschaften? Wer sollte welchen Tennergy spielen? Dem gehen wir auf den Grund und fangen ganz vorne an. Die neue Belagserie erschien nach über 10-jähriger Entwicklungsarbeit am 21. April 2008 und hat das moderne Offensivspiel sensationell verändert. Tennergy-Belege faszinieren durch 4 Grundeigenschaften, die mit dem bloßen Auge schwer erkennbar sind, aber nachweisbar in Technikstudien und spürbar im Spiel. Die hohe Griffigkeit, die enorme Geschwindigkeit, die einzigartige Rotation und die besondere Flugkurve. Wie gut es gelingt, seine spielerischen Potenziale mit Tennergy besser auszuschöpfen, zeigt nicht nur, dass nahezu jeder in der Weltspitze Tennergy spielt, sondern auch über 50% des Starterfeldes bei den letzten Weltmeisterschaften. Warum ist das so? Weil Butterfly die Zeichen der Zeit zur Basis von Forschung und Entwicklung gemacht hat. Auf dem Weg, Tempo und Rotation auch ohne Frischkleben zu erzeugen, wurden 3 bahnbrechende Technologien entwickelt. High Tension, Spring Sponge und die einzigartigen Noppenstrukturen. Sie stecken in jedem Tennergy und bewirken im Zusammenspiel das außergewöhnliche Spielerlebnis. Dank High Tension gelingt es, Belagoberfläche und Schwamm unter maximale Spannung zu setzen und die Energie des gegnerischen Balles in die eigene umzuwandeln. Die Technologie ist hochkompliziert, aber das Prinzip ist einfach. Wie beim Trampolin verstärkt eine Straffung die Rückstoßenergie. High-Tension-Belege haben nachweisbar eine viel höhere Spannung als klassische Belege, ohne an Qualität einzubüßen. Gegenüber den ersten High-Tension-Belegen lässt sich bei denen der Tennergy-Serie eine Spannung messen, die nochmals um 300% höher ist. Umso größer die Freude der Butterfly-Entwickler, dass die Eigenschaften von Tennergy-Belegen, nach Meinung der Testspieler, trotz der enormen Straffung spürbar länger auf ihrem höchsten Niveau bleiben als die anderer Belege. Nicht minderen Anteil am Erfolg von Tennergy hat die Entwicklung der Spring-Sponge-Schwammtechnologie. Die Ausgangsfrage war, was könnte die Wirkung eines Schwammes verbessern, außer dessen Stärke oder Konsistenz? Die Antwort ließ lange auf sich warten, brachte dafür aber einen Effekt, der alle Erwartungen übertraf. Was geschieht genau? Beläge mit gewöhnlichem Schwamm schlucken die Energie des Balles wie eine Matratze ohne Federn, sodass der Ball nur so viel Rückstoß erhält, wie ein Spieler ihm geben kann. Ganz anders der Spring-Sponge-Schwamm, denn die großen gewebefreien Zellen in seinem Inneren machen ihn hochelastisch. Während sich der Ball beim Aufprall in Oberfläche und Schwamm gräbt, spannt sich das Gewebe wie durch Sprungfedern, sodass der Ball sofort mit großer Kraft wieder abspringt. Deshalb der Name Spring-Sponge. Doch damit allein war die Tennergy-Revolution noch nicht rund. Denn eine altbekannte Herausforderung verlangte ganz neues Denken. Die Noppenstruktur. Warum? Weil auch längst verworfene Kombinationen aus Noppenhöhe, Durchmesser und Abstand auf dem Spring-Sponge-Schwamm plötzlich Wirkung zeigten. Über 100 verschiedene Noppenstrukturen und viele Testreihen später ergab sich eine Auswahl ganz neuer Obergummis, die den Spring-Sponge-Schwamm optimal ergänzen. Und die Topspieler des Butterfly Advisory Staff begeisterten. Dank dieser Vielfalt können Athleten mit unterschiedlichsten Spielweisen vom Tennergy-Effekt profitieren. Damit kommen wir zur entscheidenden Frage. Welcher Tennergy unterstützt dein Spiel am besten? Die Wahl des richtigen Tennergy-Belages ist keine reine Mathematik. Und auch das Holz beeinflusst den Effekt. Aber es gibt einiges zu verstehen, das die Entscheidung erleichtert. Alle Tennergy-Modelle unterstützen ein druckvolles Offensivspiel. Alle bieten Höchstwerte in Tempo, Rotation und Kontrolle. Aber in der Gewichtung unterscheiden sie sich. Und es kommt auf deine Spielweise und deine Präferenzen an. So wünschen sich die meisten Spieler vor allem Tempo und Rotation. Am schnellsten ist der Tennergy 6-4.
gefolgt vom Tenergy 8.0 und vom Tenergy 05. Deshalb wählen ihn oft Profis, die auf die Durchschlagskraft ihres Topspins setzen und frühestmöglich punkten wollen. Wie Jun Mizutani, Zhang Jike oder Chuan Shiwan. Die Stärke des Tenergy 05 liegt vor allem in der Rotation. Tangential getroffen erreicht der Ball die höchste Umdrehungszahl pro Sekunde. Noch vor dem 8.0 und dem 6.4. Das macht den Tenergy 05 nicht nur bei Topspins besonders gefährlich, sondern auch bei Aufschlägen und sogar in der schnittreichen Abwehr. Ein außergewöhnlicher Effekt ist neben der Spin-Entwicklung auch die stark gebogene Flugkurve beim Tenergy 05, die wir hier im Vergleich sehen. Sie macht ihn ideal für Spieler, die stets rotationsreich agieren und Stabilität in Topspin-Duellen suchen. Wie Timo Boll, Kenta Matsudaira oder Thiago Apollonia. Ein auch für Profis nicht zu unterschätzender Aspekt für die richtige Entscheidung ist die Ballkontrolle. Doch welche Art der Kontrolle sucht ein Spieler? Hier muss man unterscheiden. Wer wie Timo Boll immer die Offensive sucht und Topspins auch gegen rotationsreiche Bälle präzise platzieren will, findet im Tenergy 05 den richtigen Belag. Denn je härter die Tenergy-Oberfläche, desto genauer folgt die Flugbahn des Balls der Schlagrichtung, wenn man ihn tangential trifft. Passive Offensiv- und Allround-Spieler wie Jun Mizutani, die mit Ballkontrolle eher ein hohes Maß an Sicherheit in der Ballannahme meinen, sollten ihr Augenmerk eher auf den Tenergy 6.4 legen. Denn durch die längeren Noppen mit ihren breiteren Abständen dringt der Ball tiefer in den Belag ein. Das macht ihn unempfindlicher gegen Rotation und damit kontrollierbarer, ob bei Rückschlag, Block oder Schuss. Ich habe Tenergy 64. Damit habe ich die Speed des Drives schneller und die Angriffskraft erhöht. Und habe ich den Block stabiler. Ich versuche von beiden Seiten immer mit rotationsreichen Topspins zu agieren, um Druck auf den Gegner auszuüben. Dabei hilft mir der Tenergy 05 einfach am besten. Warum sollte man sich für den Tenergy 8.0 entscheiden? Weil seine Noppen in Höhe wie Abstand genau zwischen dem Tenergy 05 und dem 6.4 liegen. Und seine Eigenschaften damit auch. Bei hohen Werten in Rotation und Tempo behält man mit dem Tenergy 8.0 deshalb sehr viel Kontrolle in der Ballannahme. Das macht ihn ideal für Allround-Spieler wie Seiya Kishikawa, Joao Monteiro oder Tie Yana. Und für wen bietet sich der Tenergy 2.5 an? Nun, dieser Belag hat extrem breite und flache Noppen, die eng zusammenstehen. Damit spricht er einen so speziellen Spielertyp an, dass wir ihn eigenständig betrachten wollen. Die harte Oberfläche bewirkt, dass der Ball fast exakt der Schlagrichtung folgt, wenn man ihn tangential trifft. Obwohl sein Tempo faktisch nicht das höchste ist, belohnt der Tenergy 2.5 hochoffensive Spieler, die tischnah mit viel Rotation und ausgereifter Technik agieren. Ob schnittreicher Aufschlag, das Kurz-Kurz-Spiel, der aggressive Rückschlag, die weiche Eröffnung oder gegen Topspins über dem Tisch. Wer den Ball besonders fein zu treffen vermag, freut sich über Spitzenwerte in Rotation und Präzision. Selbst im Tenergy-Vergleich. Fassen wir also zusammen. Tenergy 05 für höchste Rotation. Tenergy 6.4 für maximale Geschwindigkeit und Kontrolle. Tenergy 8.0 für die Balance zwischen Geschwindigkeit und Rotation. Tenergy 2.5 für höchste Präzision im tischnahen Spiel. Bleibt noch eine Frage offen. Wer sollte sich für eine der FX-Versionen entscheiden? Von ihren Tenergy-Pendants unterscheiden sich die FX-Versionen alleine im Schwamm. Eine patentierte Formel macht ihn um ca. 5% weicher und den Gesamtbelag spürbar leichter. Das weichere Anschlagsgefühl erhöht die Kontrolle im passiven Spiel. Im aktiven Spiel erhält der Ball zusätzliche Rückstoßenergie, wird schneller, wobei die Flugkurve durch die reduzierte Rotationsfähigkeit geringer ausgeprägt ist. Die FX-Versionen eignen sich für alle, die Tenergy-Eigenschaften wollen, aber besonderen Wert auf Kontrolle und ein geringes Gesamtgewicht des Schlägers legen.
Tenergy von Butterfly. Table Tennis for You.